Moin und herzlich willkommen zurück hier bei den Kübelgärtner zu einem neuen Video. Schön, dass auch du wieder dabei bist. Wir machen heute Meisenringe. Alles, was du dazu benötigt hast, zeige ich dir in diesem Video. Ein genaues Rezept hierfür habe ich nicht. Ich mache das einfach mal so aus dem Handgelenk. Ihr benötigt Mehlwürmer, Vogelfutter und Kokosöl bzw. eine Form, womit ihr die Ringe herstellt und eine Schüssel, um alles zu vermischen. Wir nehmen uns unsere Schüssel, einmal Kokosöl, füllen das ganze Glas in eine Schüssel rein. Nachdem ihr das Glas in die Schüssel gegeben habt, schmilzt das Ganze in der Mikrowelle und danach geht es weiter. Das Kokosöl war jetzt für 1,5 Minuten in der Mikrowelle und ist jetzt flüssig. Als nächstes geben wir Futter hinzu. Wie gesagt, einfach aus dem Handgelenk. Genaue Mengenangaben dazu habe ich nicht. Ein paar Mehlwürmer mache ich auch dazu. Das Ganze rühren wir einmal ordentlich durch, damit sich das alles schön vermengt. Nachdem ihr alles ordentlich vermengt habt, nehmt euch eure Form vor und füllt die Masse in den Förmchen. Die Förmchen sind jetzt alle befüllt. Das Ganze lassen wir aushärten. Wer es mag, kann die Form in den Kühlschrank stellen zum Aushärten. Werden wir jetzt auch mal tun. Wir sehen uns in Kürze wieder. Weiter geht's. Die Meißenringe lagen jetzt 1 Stunde im Kühlschrank, sind verhärtet. Holen wir die mal raus. Sehen dann so aus. Machen wir noch einen Bindfaden dran und dann sind die fertig. Hierfür nutzen wir Wolle. Wolle ist ein reines Naturprodukt, nur ein bisschen gefärbt. Braucht man denn keine Angst haben wegen Umweltverschmutzung oder sonstiges. Wird eins mit der Natur. Wenn ihr eure Meißenringe nicht sofort aufhängen wollt, könnt ihr die kühl und trocken lagern. Wichtig dabei ist, die dürfen keine Wärme abbekommen, sonst schmelzen die wieder. Ja, wir werden unsere Meißenringe die nächsten Wochen auch aushängen, sobald das Wetter wieder beständiger wird. Unter anderem, wenn wir dann auch die Seedballs auswerfen. So, ihr Lieben, das war's heute wieder mit diesem Video. Meißenringe. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Über ein Abo freue ich mich auch. Ich möchte aber noch mal darauf hinweisen, ich habe eine Community-Umfrage gestartet. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere daran noch teilnimmt. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Bis dahin, der Kübelgärtner.